What's up, meine Freunde? Heute gibt es mal eine andere Art von Video, die ihr von mir höchstwahrscheinlich nicht erwartet hättet, und zwar eine Konsequenz. Ja, es gibt einige Sachen bezüglich der deutschen Let's Player-Szene, über die ich gern reden möchte. Dinge, die mich unter anderem auch persönlich betreffen. Man soll ja für gewöhnlich keine Trolle füttern, aber hierbei geht es leider auch um ehemalige Freunde und Let's Play-Kollegen. Ich werde keinen Namen nennen, da die betroffenen Let's Player mit Sicherheit wissen, dass sie gemeint wurden. Also, ich fange am besten von vorne an. Vor ein paar Jahren war die deutsche Let's Player-Szene um einiges kleiner und familiärer. Man hatte sich gegenseitig unterstützt und freundete sich an. Vor allem die Zeit in der sogenannten Awesome Group habe ich genossen. Es war eine sehr schöne Zeit, die ich niemals vergessen werde. Irgendwann habe ich beschlossen, vor der Kamera zu stehen und Videos zu machen, weil es mir einfach mehr Spaß macht, als LPs aufzunehmen. Und so entstand iBlali. Viele waren mit der Entscheidung einverstanden, jedoch nicht alle, aber das ist okay, man kann es schließlich nicht jedem recht machen. Was aber enttäuscht ist, wenn sogenannte Freunde sich deswegen abwenden. Nach dem Boom von iBlali hat es angefangen. Ehemalige und teils bekannte Let's Player haben angefangen, in Skype-Konfis über mich zu lästern und Gerüchte zu verbreiten. Ein Gerücht wäre zum Beispiel, ich würde mich vor Schulen stellen und darauf warten, erkannt zu werden, wo ich mir einfach nur denke, what the fuck? Und andere behaupten, ich hätte die Let's Play-Szene verraten, also förmlich verraten, indem ich einfach etwas anderes machen wollte. Ohne Scheiß, es gibt offenbar Leute, die glauben, die Szene wäre, könnte man sagen, eine Sekte. Anders kann ich es mir nicht erklären. Jedoch habe ich mich nicht davon abhalten lassen und mein eigenes Ding durchgezogen. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass es schade ist. Ich habe das Gefühl, dass die Missgunst in der deutschen LP-Szene am meisten verbreitet ist. Es soll jetzt aber nicht heißen, dass ich mich distanziere, versteht mich nicht falsch. Mit Sui, Saffe, Froggy und vielen anderen habe ich nach wie vor viel Kontakt. Aber das sind auch Menschen, die in der Lage sind, mich als Persönlichkeit und die Show iBlali zu differenzieren. Ich meine, warum sollte man jemanden hassen, nur weil einem die Videos nicht gefallen? Das ist sowohl extrem niveaulos als auch kindisch. Ey, das ist so, als würde man plötzlich einen Freund hassen, der Schauspieler ist, nur weil man dessen Filmrolle nicht mochte. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, aber das geht ungefähr in dieselbe Richtung. Ich werde oftmals dargestellt, als wäre ich geldgeil, nur weil ich aus dem Hobby einen Beruf gemacht habe, und dadurch gehen viele automatisch davon aus, dass es mir deswegen keinen Spaß mehr machen könnte, was ebenfalls nicht stimmt. Bisher habe ich mein ganzes Leben lang versucht, es jedem recht zu machen. Das ist, könnte man sagen, so eine kleine Macke an mir. Aber ab heute werde ich versuchen, so gut wie möglich damit aufzuhören, da ich von allen am besten weiß, wie ich wirklich bin und was ich will. Grundsätzlich bin ich auf YouTube, um andere Leute zu unterhalten und Spaß zu haben und nicht, weil ich wie diverse andere YouTuber auf Stress aus bin. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich einigen Leuten einen Denkanstoß geben und dazu verleiten, Kanal und die betroffene Person dahinter zu differenzieren. Um daraus wenigstens eine allgemeine Diskussion zu machen, frage ich euch, was haltet ihr von der deutschen Let's Player-Szene? Was findet ihr cool, was findet ihr nicht so cool und was sollte man besser machen? Sorry fürs Zuquatschen, aber das war halt etwas, das musste raus und eine Konsequenz an die betroffenen Personen, die längst überfällig war. Jetzt geht's mir besser. Okay, das war euer Ali und bis zum nächsten Mal. Ciao!